Ja, Assassinen. Da habe ich im Moment nur ihn hier. 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Das ist ja dieser Ultra-Auftrag. Der hier denkst Laura sogar ein Level hochbringen sollte. In einer Minute ist sie wieder da. In einer Minute und in 4 Minuten. Ja, dann warte ich halt noch kurz. Nicht? Was soll's? Interagieren. Ja, wir wollen raus. Ich warte noch kurz eine Minute, dass die Mission fertig ist. Oh. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Und wir haben offenbar, so wie es aussieht, die nächste Sequenz beendet. Damit. Ja, das ist an sich ein sehr guter Moment, um Schluss zu machen. Deswegen werde ich noch warten, bis sich das neue aufbaut wieder. Der nächste Abschnitt oder sowas. Oder. Wo auch immer wir sind, wahrscheinlich nach wie vor in Rom, ist klar. Hat sich das Jahr irgendwie geändert? Wahrscheinlich ist es immer noch dasselbe Jahr. Welches ich aber auch schon wieder vergessen habe. Naja. Sei es wie es sei. Neue Gegenstände, natürlich. Ich wollte in die Schmiede. Bevor ich es vergesse. Ich kann mir ja... Alter, 45.000. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann wollen wir mal sehen. Rüstung. Alter, plus 5 Gesundheit. Wird gekauft. Erstmal kaufe ich hier Schützer, weil ich die bisher noch nicht hatte. Seusenhuber, okay. Kavallerie, Streitkolben. Nee, Streitkolben und sowas waren nie was für mich. Römisches Langschwert. Venezianisches Malkus. Alles klar, ich brauche die schwere Schwertscheide vom Schneider. Die hole ich mir dann gleich mal. Weil ich will dieses geile, dicke Schwert haben hier. Ah, ist eine schwere Waffe natürlich auch. Aber hat auch ordentlich Tempo. Das gefällt mir doch recht sehr. Nein, kleine Waffen. Mit Fleischermesser. Weniger Schutz, mehr Tempo, mehr Schaden, ne? Armbrust, ja, Armbrust hole ich mir auch bald. Geschäftsaufträge. Exotika. Diesen Geschäft um die Seusenhofer Schulterplatten und den Brustpanzer. Elfenbein, Schrumpfkopf, Treue habe ich ja noch nie mal abgeschlossen. Totems und Gebetsperlen fehlen mir noch. Ich würde allerdings sagen, ich investiere hier einfach nochmal rein. Wobei die erwarteten Gewinne betragen 3000 und 3465 zahle ich da rein. Nee. Ich lasse das nochmal kurz. Will jetzt nochmal hier dem Schneider einen Besuch abstatten. Allerdings erst nochmal kurz zum Arzt. Was hat der denn? Hat der was Neues? Geschäftsaufträge. Giftig. 5 Tomaten, 3-mal Muskat, 1-mal Akulit. Schnell wirkendes Gift. Cool. Alles klar. Ich bin hier, solltet ihr doch meine Hilfe brauchen. Erstmal haben wir jetzt mehr Leben bekommen. So, und jetzt will ich wissen, wo ist der Schneider? Noch hinterm Künstler. Für das arbeitende Volk. Robuste Waffen und Rüstungen. Okay. Ich guck jetzt natürlich, jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Alter, jetzt hat er schon wieder hier den Spacko-Anfall hier.
kann ein wenig Goldbrokat schon widerstehen, Justo? So. Beutel. Mittlerer Medizinbeutel, großer Medizinbeutel. 5000. Oh, okay. Kleider färben. Römisch Stein. Oh, okay. Assassin Weiß. Azurblau. Wein. Scharlachrot sieht geil aus. Das gefällt mir. Das will ich. Umhang färben. Scharlachrot will ich den haben. Ne, wobei, Scharlachrot. Passt schon. Alles klar. Das hätten wir und... Was hat denn der Künstler hier? Centro Schätze 2. Gemälde. Auferstehung Christi. Selbstprothesen. Selbstporträt. Richtungsweisen, alles klar. Ich brauche mehr von diesem Sammelzeug. Alter, jetzt schon wieder. Zeig ein bisschen Respekt, Idiot. So, habe ich hier jetzt wieder was drin? Nee, ich war der Meinung eben. Ah, in die Bank will ich allerdings investieren vielleicht. Kommt drauf an, wie hier das ist. Ich glaube, da hatte ich schon nachgeguckt. Naja, genau, da wollte ich nicht. Scheiß Gebiet hier dafür. So, eine Sache gucke ich dann eben noch nach. Okay. Ich habe vergessen, was ich nachgucken wollte. Das ist jetzt natürlich suboptimal, aber jetzt weiß ich es wieder und ich laufe in die genau falsche Richtung. Alter. Wie der Original so dieses Rempeln macht. Gucke und ich drück das nicht mal. Ich lauf normal. Ist das normal? Oh, die neu gefärbten Kleider. Kann ich meinen Augen trauen? So, und wo ich gerade sehe. Ja, das werden wir machen. Ich kaufe mir jetzt mal das Monstro-Schwert hier, glaube ich. Oh, 23.000 kostet der Spaß. Egal, nehme ich erstmal das Schwert und dann, sobald ich das nächste Mal die Kohle dafür habe, kommt das dran. Ups. Alter, was soll die Scheiße? Warum schubst der jetzt die ganze Zeit hier? Das geht mir voll auf den Senkel. Jetzt wieder normal. Ha. Okay. Ich find's verwirrend. Okay, ich weiß. Wow! Aua. Gut, hier war's nicht. Ist hier irgendwo der Eingang? Alter, schieb ab. Sonst bist du gleich der Nächste. Jawohl, hier ist es. So, dann will ich doch mal sehen. Bezahlung 706. Nice. Ach, noch unterwegs. Okay, der hat erstmal wieder einen Fähigkeitspunkt. Kriegt hier einen Rüstungspunkt. Und sie kriegt auch einen Rüstungspunkt.
Der Rest ist noch unterwegs. Okay. Aufträge. Gibt's wieder ein paar neue? In Moskau diesmal? Eine Kutsche verteidigen. Wow, okay. So, dürfen die beiden machen. Die kriegen dann beide ein dickes Level up. Startet mal die Mission. So, in Köln. Was gibt's denn in Köln? Händler verteidigen. Schuldengeld, okay. Schafft er auch so. Darf er dann auch machen. Das gibt ordentlich Kohle. Nee. Das ist unter deren Niveau. Nein! Ah, falsche Taste. Unkrautjäten. Kupfererz. Ach, dafür gibt's auch was. Ja, gut. Haben wir alle ihre Aufträge? Ja, ich würde sagen, ich wollte danach Schluss machen. Daran halte ich mich auch. Er macht schon wieder diese Spackungen hier. Warum auch immer. Keine Ahnung. Südlich des Campo Marzio. Die kürzlich ausgebrochene Syphilis wird mit dieser an... Oh, Entschuldigung. Geh mal beiseite. Wo ist das Problem? Ich wollte sie nur begrapschen. Ah, gut. Ich bin fertig soweit. Gibt's nur irgendwas hier gerade auf der Map? So, nächste Hauptmission. Leonardos Maschinen gibt es einiges. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch neue Gebiete freigeschaltet. Ich müsste an sich mal ein paar Sachen hier ausblenden wieder. Wo war das denn auch gleich? Anzeige einstellen, da. Bekanntheitsgrad. Steckbriefe mache ich mal aus. Gut. Das ist aus Ökonomie. Schmiedeauftrag, Ärzteauftrag, Schneiderauftrag, Kunstauftrag. Kann erstmal alles weg. Strategische Markierung, Ökonomie habe ich schon. Rom. Das kann auch erstmal aus. Pferdestelle brauche ich auch nicht wirklich. Die Assassinentürme können an sich aus. Oder ich glaube, es gibt weniger Türme. Manchmal die Taubenschläge aus, da muss ich dann... Da schaue ich dann beim nächsten Mal. Ah, okay. Gut. Templeragenten. Abstergo. Kam bisher noch nicht. Freue ich mich schon drauf. Aber das war's. Mehr gibt's hier erstmal nicht zu machen. Die Schätze sind noch ein bisschen nervig. Die werde ich alle suchen. Alle werde ich suchen. Nein, werde ich wahrscheinlich nicht mal eines. Gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, scheiß Fliege hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und wir plündern erstmal hier einen Schatz. Passt so gut gerade. Ich weiß nicht mehr ganz, was ich machen wollte. Ups. Ja, runterfallen. Scheiße. Nee, ja, ich schau gleich einfach mal kurz auf die Map, nachdem ich mir hier den Schatz noch geholt habe. Da ist inzwischen richtig Kohle drin schon. Naja, okay, 171. So viel dazu. Ich öffne mal kurz die Map. Und ja, ich glaube, ich wollte die nächste Hauptquest machen. Wobei... Ich kann ja nochmal zum Assassinen-Heino gehen und den Schmied hier mir kaufen.